sind wir heute eingezogen. In dieses formschöne Hotel. Was? Es ist ein bisschen anders wie das letzte Hotel. Lange nicht so hoch, das andere hat glaube ich 12 Stockwerke, dieses hat nur 3. Man kann aber rauchen auf dem Zimmer, ohne dabei stehen zu müssen und dumm die rechte Hand, worin man die Kippe hält, in die Höhe zu strecken. Und man frisst Pizza aus dem eigenen Balkon. Den haben wir uns heute beim Supermarkt gegenüber besorgt. Und man muss dazu sagen, was ich auch schon im ersten Teil dieses Videoblogs erwähnt habe, dass die Amis wirklich nur Scheiße essen. Das ist mitnichten rassistisch gemeint, nein. Es ist aber eine verfickte Tatsache, Alter. Alles, was bei denen im Verkaufsregal zu finden ist, ist billiges, verficktes Fleisch und dann etwas Pillenkacke in den Regalen. Ich bin satt. Insgesamt viel Fett. Süße Getränke. Wasser. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber die trinken ja alle ohne Kohlensäure. Es ist selten der Fall, dass man hier Sparkling Water, Mineralwasser, findet. Doch wollen wir uns hier keineswegs beschweren. Wir werden auch die letzten 11 Tage noch durchkriegen. Morgen geht es dann wohl nach Long Beach.